Hallo ihr Lieben, ich grüße euch aus dem schönen Spanien. Heute möchte ich gerne mit euch über Affirmationen, insbesondere über Geburtsaffirmationen sprechen. Was ist es eigentlich und warum solltest du dich auch mit diesem Thema beschäftigen? Affirmationen sind ein sehr mächtiges Werkzeug aus dem Mentaltraining und sind daher auch so, so wertvoll in einer guten Vorbereitung auf eine schöne, kraftvolle Geburt. Und genau deswegen ist es so wichtig, dass wir heute einmal darüber sprechen. Denn Affirmationen, insbesondere Geburtsaffirmationen, worüber wir jetzt sprechen wollen, sind bejahende Sätze, Sätze, die dich hinführen zu einer positiven Geburt, die eine positive Geburtserfahrung darstellen, die die Geburt als etwas Positives darstellen und das in deinem Unterbewusstsein verankern. Denn alles, was in unserem Leben passiert, entsteht aus uns heraus, aus unserem Unterbewusstsein heraus. Wir machen im Laufe unseres Lebens verschiedenste Erfahrungen. Diese werden in unserem Unterbewusstsein abgespeichert, sind für uns jetzt nicht mehr abrufbar, aber auch alles, was du als Baby erlebt hast, als Kleinkind erlebt hast, woran du dich jetzt nicht mehr bewusst erinnerst, ist in deinem Unterbewusstsein abgespeichert. Und alles, was wir erlernt haben in dieser Zeit, alle Glaubenssätze, die daraus entstanden sind aus unserer Vergangenheit, die sind alle in unserem Unterbewusstsein gespeichert und sind da für uns nicht aktiv abrufbar und beeinflussen uns dennoch. Und das kann sich zum Beispiel in Dingen zeigen, wie zum Beispiel dem Geld verdienen. Dass du immer wieder denkst, oh, irgendwie kommt es nicht ins Fließen und vielleicht hast du irgendwann in deiner Vergangenheit mal gelernt, Geld ist etwas Schlechtes. Geld macht Menschen schlecht, reiche Menschen sind eingebildet, was auch immer. Und aus diesem Glaubenssatz heraus verhindert dein Unterbewusstsein, dass du viel Geld verdienen kannst. Jetzt mal als ganz plattes Beispiel. Das Gleiche ist mit der Geburt. Wenn du gelernt hast, Geburt ist etwas Schlechtes, Geburt tut weh, Geburt ist etwas Schlimmes, Geburt ist etwas Gefährliches, dann ist es fest in deinem Unterbewusstsein verankert, diese negativen Glaubenssätze. Du weißt vielleicht gar nicht, dass du diese negativen Glaubenssätze so hast. Vielleicht hast du auch schon eine negative Geburtserfahrung gemacht, hast eine schlimme Geburt erlebt. Dann ist das Ganze wahrscheinlich noch präsenter in deinem Unterbewusstsein verankert. Und es ist noch wichtiger, dass du dich damit beschäftigst, um diese negativen Glaubenssätze wieder aufzulösen. Und wenn du das nicht tust und gehst die ganze Zeit davon aus oder hast es die ganze Zeit in dir, dann wird es auch deine Zukunft beeinflussen. Denn dann wird aus deinem Unterbewusstsein heraus alles so gesteuert werden, dass du das diese Erfahrung wahr wird, dass sich dieser Glaubenssatz für dich bewahrheitet. Und wenn du jetzt zum Beispiel auf Hebammensuche bist, du möchtest gerne eine Hausgeburt erleben und suchst eine Hebamme für diese Hausgeburt. Aber irgendwas in dir zweifelt noch. Vielleicht hast du von irgendwem eine negative Geburtserfahrung zu Hause gehört oder hast generell das unterbewusst so ein bisschen das Gefühl, dass Geburt eigentlich doch was Gefährliches ist und nicht nach Hause gehört. Eigentlich möchtest du es gerne erleben, aber irgendwo in dir drinne ist ein klitzekleiner Zweifler, den du vielleicht gar nicht so direkt spürst. Dann wirst du vielleicht viele Hebammen anrufen, viele Hebammen werden dir absagen. Vielleicht wird dir eine Hebamme zusagen, du lernst sie kennen und denkst, irgendwie passt es zwischen uns nicht. Irgendwas stimmt da nicht mit ihr, kann ich diese Geburt nicht machen. Und so zeigt es sich, dass diese Geburt für dich nicht zu Hause stattfinden soll, sondern in der Klinik. Dass irgendwas in dir das so beeinflusst, dass du diese Hausgeburt nicht erleben kannst. Und so zeigt sich das einfach in vielen Situationen in unserem Leben, wie unser Unterbewusstsein unser Leben, unsere Zukunft steuert. Und um eine positive, schöne Zukunft oder eine positive, schöne Geburtserfahrung in der Zukunft machen zu können, musst du diese negativen Glaubenssätze für dich erkennen
und dafür sorgen, dass sie dich in der Zukunft nicht mehr beeinflussen, dass du dich selber quasi umprogrammieren kannst. Und dafür da kommen jetzt die Geburtsaffirmationen ins Spiel. Denn du machst dich erstmal auf die Suche nach deinen negativen Glaubenssätzen und kannst diese negativen Glaubenssätze gerne auch aufschreiben und, wenn du sie aufgeschrieben hast, ins Positive umformulieren, um dir selber eine Affirmation zu basteln. Wenn du deine Affirmationen gefunden hast, deine negativen Beeinflussungen gefunden hast und das Ganze positiv für dich formuliert hast, kannst du nämlich diese Affirmationen dir überall in deinem Wohnzimmer, in deinem Badezimmer, wo auch immer in deiner Wohnung aufhängen. Und jedes Mal, wenn du da vorbeigehst, du kannst dir auch ein schönes Geburtsboard basteln. Da gibt es auch wunderschöne Möglichkeiten. Da habe ich schon tolle Fotos gesehen von Mamas, die sich wunderschöne Geburtsboards gebastelt haben, wie ein Vision Board, vielleicht sagt dir das was, aber dann eben auf die Geburt bezogen. Und ja, wie gesagt, da gibt es wunderschöne Möglichkeiten, wie man diese Geburtsaffirmationen einfach gestalten kann und wo man sich die aufhängen kann, dass sie einem wirklich immer wieder präsent sind. Das Wichtige bei diesen Geburtsaffirmationen, die du dir da zusammenbastelst, ist, dass das ein bejahender Satz ist, dass es also nicht heißt, das und das möchte ich nicht, sondern dass es heißt zum Beispiel, ich vertraue meinem Körper. Und wenn du aber merkst, irgendwie stimmt es so nicht, irgendwie vertraue ich meinem Körper nicht und das, ja, kann ich mir zwar erzählen, aber eigentlich spiele ich mir nur selber was vor, dann ist es wichtig, dass du das anders formulierst, dass du dann zum Beispiel sagst, ich vertraue meinem Körper jeden Tag ein Stückchen mehr. Ich vertraue meinem Körper jeden Tag ein Stückchen mehr und dass du das fühlen kannst. Das ist so wichtig, dass du diese Affirmation fühlen kannst, dass sie für dich ein Fünkchen Wahrheit enthält. Und dann nimmst du diese Affirmation, setzt dir ein Lächeln auf die Lippen, sagst sie dir laut auf und fühlst sie. Und so kann die Affirmation mit viel Wiederholung wirklich anfangen, in dir zu arbeiten. Und du wirst es jeden Tag ein kleines Stückchen mehr merken, wie es ein kleines bisschen mehr Wahrheit für dich ist und wie es ein bisschen mehr dir entspricht und du mehr und mehr daran glaubst. Und das ist, wie gesagt, ein so, so mächtiges, tolles Werkzeug, mit dem man sich wunderbar auf die Geburt vorbereiten kann. Und ich möchte dich einfach dazu einladen, dich gerne mit deinen negativen Glaubenssätzen zu beschäftigen, dir wundervolle Geburtsaffirmationen entweder selbst zu überlegen oder dir auch welche nahebringen zu lassen. Ab heute kannst du auch gerne dich bei mir in eine Verteilerliste eintragen, wenn du möchtest, und du erhältst die nächsten 10 Tage jeden Tag eine Affirmation mit vielen tollen, wertvollen Tipps und Anmerkungen dazu und Erklärungen. Wenn du möchtest, dann trag dich über den Link, den du unten in dem Infokasten findest, gerne ein, dass du eben diese Affirmation auch für dich mit diesen Affirmationen arbeiten kannst. Du musst natürlich nicht mit allen 10 arbeiten. Du kannst dir die Affirmationen raussuchen, die für dich sich gut anfühlen, die deiner Wahrheit entsprechen und dich somit ein kleines Stückchen mehr auf deine kraftvolle, selbstbestimmte Geburt vorbereiten. Also wenn du Lust hast, klick einfach auf den Link in dem Infokasten und dann kannst du dich da ganz einfach mit deiner E-Mail-Adresse eintragen und bekommst ab heute für die nächsten 10 Tage jeden Tag eine Geburtsaffirmation zugeschickt. Oder aber du setzt dich einfach hin, beschäftigst dich mit deinen negativen Glaubenssätzen, formulierst sie um ins Positive, so dass du einfach selbst den Glauben daran hast und arbeitest mit diesen Affirmationen, um auch deine negativen Glaubenssätze damit aufzulösen. Ja, du kannst mir auch gerne hier einen Kommentar hinterlassen, ob du dich schon mit deinen negativen Glaubenssätzen beschäftigt hast, ob du dich schon mit Geburtsaffirmationen beschäftigt hast, wie du dich auf deine wunderschöne, kraftvolle Geburt vorbereitest. Und lass mich einfach gerne daran teilhaben, lass uns alle gerne daran teilhaben. Ich freue mich super über den Austausch. Und wenn dir das Video gefallen hat, gib mir gerne auch einen Daumen hoch, abonniere meinen Kanal. Und dann sehen wir uns Samstag in 2 Wochen zum nächsten Video. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und bis bald. Mach's gut. Tschüss.